und schön, dass ihr wieder dabei seid, heute in meiner Häkelstube. Ich möchte mit euch praktisches Häkeln. Und zwar tolle Handwaschlappen, Handschuhe, die besonders toll sind, auch für Feste. Seife, Shampoo und. Einfach gemacht, simpel gemacht, in verschiedenen Mustern, Farben, praktisch. Es wie zum Beispiel, man kann das Feste in den Waschlappen reinwerfen, zuziehen, Schlaufe zubinden, feucht machen, dann schäumt das auf und dann kann man sich wirklich ganz toll einreiben oder den Schaum, der sich dann hier bildet, zum Haarewaschen nehmen. Ist total simpel und einfach. Es gibt verschiedene Modelle, verschiedene Muster. Also auf jeden Fall muss es 100% Baumwolle sein beim Häkeln. Ganz, ganz wichtig. Es gibt da extra Frotti-Häkelgarn. Ich bin nicht so begeistert davon. Man kann es aber mal ausprobieren. Erstmal finde ich es viel zu dünn. Und es hängt sich auch viel rein. Also ich nehme am liebsten das ganz normale 100% Baumwollgarn für eine 3 bis 4er Häkelnadel, 100 Gramm. Und da kann man schon viel miteinander machen. Mustermix zeige ich alles. Und dann ist es wirklich was Tolles fürs Bad, aber auch für die Küche, zum Aufwaschen, für unterwegs. Man kann auch ganz toll, wenn man ein Zugband reinmacht, für unterwegs die Sachen reintun, Seife, Zahnbürste, ein kleines Shampoo und da hat man dann auch gleich wieder Ordnung. Und da ist ein kleiner Aufhänger dran und dann kann man das dann aufhängen. So, und jetzt habe ich genug geredet, jetzt legen wir einfach mal los. So, jetzt einfach mal eingenommen, eine praktische Vorführung, wenn man zum Beispiel wirklich feste Shampoos, Seifen, Duschlotion nimmt und in den Sack hinein. Man muss es noch nicht mal zubinden, funktioniert auch. Und dann schäumt man dann langsam auf und dann kommt dann der Schaum. Ich hoffe, man sieht es. Und dann kann man wirklich ganz toll damit duschen, baden und Haare waschen. Dann hat man nämlich gleich den Schaum. Der bildet sich mit dem Lappen, mit dem Waschhandschuh besser als mit, also nur mit der Hand. So, ich habe jetzt meine Höhe erreicht. Das sind insgesamt bei mir 25 Reihen und die letzten beiden habe ich nochmal in dem hellen Grün gemacht. So, damit man es aufhängen kann, mache ich jetzt erstmal Luftmaschen, so viel wie du möchtest, von Aufhänger. Vielleicht magst du das gar nicht, dann kannst du es auch weglassen. So, und den mache ich mit einer festen Masche dann fest. Und dann mache ich noch einen kleinen Zierrand. Der geht einfach so 3 Luftmaschen, eine freilassen, feste Masche. 3 Luftmaschen, 1, 2, 3. Eine freilassen, feste Masche. Und so mache ich das rundherum. Habe ich so einen Mini-Zierrand, muss man nicht machen, kann man machen. Und dann ist es auch schon fertig. Fäden vernähen. Und dann mache ich gleich den nächsten. Und das ist dann wirklich extrem angenehm. Es belebt, es kribbelt, Peeling.
Und wie gesagt, 60 Grad waschen in der Waschmaschine, gar kein Problem. So, noch ein Waschlappenpeeling, Waschlappen, Handschuh. Hier habe ich jetzt auch einen grünen Boden gemacht und dann weiß und mintfarben zusammen gehäkelt. Wenn man einen Farbwechsel macht, bitte legt es ganz gerade hin, drückt es euch flach und genau in der Ecke dann den Farbwechsel machen, sonst fällt das viel zu dolle auf. Ich mache das jetzt auch. Ich möchte jetzt gar noch einen mintfarbenen Rand haben. Du kannst zwei Knäuel nehmen, die du dann zusammenlegst als Faden, oder du hast wirklich deine Stärke und hast es sowieso gleich gemacht. Und ansonsten nehme ich dann wirklich Anfang und Ende, lege das zusammen und häkel dann weiter nach oben, bis ich bei mir 25 Reihen habe. Und dann habe ich noch mal so einen schönen Rand. Dann habe ich was ganz Besonderes. Wie gesagt, bei mir sind es 25 Reihen. Du kannst vielleicht noch zwei, drei mehr machen, wenn du fester häkelst. Jetzt kommt noch der Aufhänger dazu, wenn du möchtest. So lang die Luftmaschen, wie du die Öse zum Aufhängen haben willst. Mach immer so 8 bis 12 Luftmaschen, dann eine feste Masche und dann kann man noch einen kleinen Zierrand drumherum machen. Hier habe ich einen gezeigt. Gibt aber auch noch einen. Wir machen eine feste Masche, noch eine feste Masche, eine Luftmasche, eine feste Masche. Eine Luftmasche, wieder zwei feste Maschen, eins, zwei. Eine Luftmasche, eine feste Masche, eine Luftmasche, zwei feste Maschen. Und so machen wir das rundherum. Und haben wir so einen kleinen Zierrand. Muss man nicht, kann man machen. Beim Farbwechsel bitte immer flach hinlegen und genau an der Kante dann den Farbwechsel machen. Dann sieht das wirklich gar nicht schön aus. Ich binde das immer ganz gern um das Ende einfach einmal rum. Ziehe es fest und dann kann ich den Farbwechsel machen. Zeitgleich möchte ich jetzt gerne mit einem anderen Muster noch mal anfangen, mindestens ein, zwei Reihen. Und zwar ist das ganz einfach. Normal sticht man ja in zwei Fäden sozusagen ein. Wenn man von oben guckt, sieht das aus wie so ein kleines V. Und das Muster ist einfach nur, wir nehmen den hinteren Faden und machen damit eine feste Masche. Immer nur den hinteren Faden. Dann hat man so eine kleine Struktur drinne. Und das machen wir jetzt ein, zwei Reihen, so wie dir das gefällt. Na, und dann häkel ich immer auf eine Höhe von 25, 26 rein. Du guckst mal, wie es dir am besten gefällt. Muss ja passen, ne? Hand rein und gucken, reicht es oder lieber noch ein bisschen höher. Das muss man dann auf sich selber ein bisschen abstimmen. Für Kinder vielleicht ein bisschen kleiner oder für alle passend. Also wirklich selber mal gucken, wie gefällt es mir am besten. So, hier ist das kleine Muster. Das ist nur so ein strukturmäßig. Ich habe jetzt auf Silber oder auf Grau gewechselt, wie du es nennen möchtest, und mach jetzt erstmal den Aufhänger wieder dran. Wieder nur Luftmaschen und dann einfach noch mal ein Abschluss, ein bisschen was.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich mache immer zwischen 8 und 10 Maschen, steche dann wieder ein mit einer festen Masche und dann mache ich noch einen schönen Rand drumherum. Musst du nicht, kannst du, sage ich ja immer, ne? Und dann kann man machen ein Stäbchen, noch ein Stäbchen, eine Luftmasche, in das nächste wieder ein Stäbchen, eins, zwei, eine feste Masche, eins freilassen, zwei Stäbchen, eine Luftmasche, in das nächste für zwei Stäbchen, eine feste Masche, eins freilassen, dann wieder zwei Stäbchen, eine Luftmasche, ins nächste zwei Stäbchen, ins nächste Masche eine feste, eins freilassen und so rundherum. Und dann wäre auch der Waschhandschuh fertig.